Ja, natürlich verdienen wir jetzt ein bisschen Geld, ne? Wir wollen ein bisschen Geld verdienen. Genau, Jurassic World Evolution. Wir sind schon mittendrin. Und zwar gibt es das Game bis zum 7.01.2021 im Epic Game Store for free. Damit nochmal ein schönes neues Jahr euch allen. Kommt gesund. Ich hoffe, ihr seid gut reingekommen oder gesund reingekommen. Und ja, Jurassic World Evolution. Wir haben es damals schon mal im Stream gespielt, twitch.tv/SirMetalizer. Das wäre sehr gut. Und wir haben überall jetzt mittlerweile 5 Sterne. Ja, wir sehen es gut. Isla Nublar ist, da haben wir noch keine 5 Sterne, aber die starten wir dann bei Gelegenheit nochmal neu. Aber hier haben wir 5. Hier haben wir auf der Isla Muerta haben wir auch 5. Auf Sorna haben wir 5. Auf Takano haben wir auch 5. Und auf der Isla Bena haben wir auch 5 Sterne. Und jetzt sind wir hier auf der Isla Muerta Ost und dort spielen wir einen Teil des DLCs mit Dr. Wu. Ich habe mir die anderen DLCs habe ich mir auch geholt und wir schauen einfach mal, was da so möglich ist. Genau, deswegen, wir gehen direkt rein. Wir müssen mal schauen, was wir denn jetzt hier so erledigen müssen. Wir schauen jetzt gerade mal erstmal auf unsere Expeditionskarte. Wir haben mittlerweile 3 Bergungsteams. Wir können einfach mal welche losschicken, ein bisschen Geld verdienen. Der Klassiker in Jurassic World Evolution. Ich glaube, wir haben nur eine, die wir aktuell besuchen können. Den Rest müssen wir noch freischalten. Nicht gerade. Wir brauchen halt hier ein bisschen Forschung noch. Und ja, nichtsdestotrotz, ein Team konnten wir losschicken und wir müssen jetzt hier ein bisschen Action sorgen. Ich würde sagen, wir holen uns erstmal ein paar neue Aufträge. Wir holen uns erstmal einen von der Wissenschaftsabteilung. Gucken wir mal. Dieser Auftrag sieht interessant aus. Ja, Grabungsstätten. Passt. Nehmen wir an. Und wir haben 2 Minuten Cooldown bis zum nächsten Auftrag. Ja, wir müssen 2 Expeditionen abschließen. Das heißt, wir schicken da erstmal welche los und gucken erstmal. Gut, dadurch, dass wir jetzt hier sind, wir machen erstmal ein bisschen den Weg frei. Entfernen erstmal hier so ein paar überflüssige Bäume. Die braucht nämlich kein Mensch hier. Also zumindest im Moment brauchen wir die noch nicht. Und ich weiß, um ehrlich zu sein, auch noch nicht, was wir jetzt hier genau machen müssen. Denn bisher habe ich noch keine Anweisung bekommen. Wir sollen das einfach nur als, ja, ist eine geheime... Ein geheimer Standort und wir sollen jetzt hier mit Dr. Wu zusammenarbeiten, aber auch natürlich nichts verraten. Schauen wir mal, was wir hier Schönes machen müssen. Ja, ansonsten, Jurassic World Evolution ist wirklich ein schönes, schönes, unterhaltsames Spiel. Was ich persönlich ganz gut finde, man kann die Zeit nicht vorspulen. Bei vielen Aufbau-Management-Spielen kann man die Zeit ja einfach vorspulen. Hier hat man halt einfach immer seine normale Geschwindigkeit und kann nicht schneller spulen. Finde ich persönlich sehr gut. Entschleunigt ein bisschen und um ehrlich zu sein, es gibt halt hier auch genug zu tun, sodass wir halt niemals in Verlegenheit geraten, dass hier irgendwas schieflaufen könnte. Gut, wir haben auf jeden Fall eine Expedition schon mal abgeschlossen. Wir starten dann auch, würde ich sagen, gleich die nächste. Hier zum Beispiel. Da haben wir noch eine Expedition dort frei. Ich glaube, es war auch der einzige, den wir noch haben. Aber so können wir zumindest den Auftrag schon mal erfüllen. Und da fliegt unser Helikopter dann los. Gut, schauen wir mal. Wir werden auch noch mal ein bisschen... wir brauchen natürlich ein paar Sachen für den Start. Das haben wir hier bei unseren Betriebsgebäuden. Also für alle, die Jurassic World Evolution noch nicht kennen. Wir haben da ein Angebot, das Sie sich unbedingt mal ansehen natürlich sollten. Schauen wir uns das an. Also für die Jurassic World Evolution noch nicht kennen. Ich werde so ein paar Ticks und Kniffe verraten. Ich kann so etwas glauben, was ich natürlich nicht tue. Außer wenn ich es tue. Ja, Dr. Ian Malcolm hat immer einen lustigen Spruch auf Lager. Wir sollen auf jeden Fall erstmal jetzt hier eine Mission erfüllen und zwar eine Sturmabwehrstation Abdeckung von 70%. Dazu können wir diese Schutzräume hier einfach bauen und ich würde sagen, wir packen die mal direkt hier hin. Das ist natürlich am Anfang ist es ganz praktisch, weil dort erfüllen wir die Quoten oder die Mindestanforderungen natürlich relativ schnell. Gut, das ist fertig. Unser Expeditionsteam ist auch zurück. Das heißt, wir haben gleich 2 Aufträge gleichzeitig erfüllt. Sehen Sie, davon brauchen wir hier mehr. Leute, die Gelegenheit denke ich zumindest, oder? Mal gucken. Danke. Ja, immer gerne.
Immer gerne. Schauen wir mal eben hier. Wir haben hier in der Übersicht, Verwaltungsansicht, können wir uns nämlich anzeigen lassen, was für, also wir können uns die Diagramme durchschalten. Zum Beispiel die Stromabdeckung, die Schutzräume, Schutzraumversorgung. Ach, ja, okay. Wir sollten natürlich keinen Schutzraum bauen, sondern eine Sturmabwehrstation. Ja, hätte man mal lesen müssen. Das haben wir hier übrigens bei den Betriebsgebäuden. Und dann haben wir hier die Sturmabwehrstation. Die können wir auch hier direkt vorne hin platzieren. Überhaupt kein Problem. Und wir kriegen auch noch ein paar Infos. Reduziert Sturmschäden an Gebäuden in einem großen Radius um 40%. Ist ganz hilfreich, wenn doch mal ein paar Stürme aufziehen. Und dementsprechend haben wir es hier jetzt eben hinplatziert und wir können dann hier mit einem Klick gleich schauen, wie weit denn die Abdeckung eigentlich ist. Ja, und jetzt haben wir auch die Abdeckung von 70% genau erreicht. Hey. Und ich dachte, dass ich hier die einzige kompetente Person wäre. Oh, danke. So, wir haben eine Anpassungsgen freigeschaltet. Ich ebenfalls. Das heißt, da haben wir auf jeden Fall was Neues freigeschaltet. Und jetzt gibt es hier auch noch weitere Freischaltungen, die wir mit den Missionen dann erreichen. Deswegen, wir gucken einfach mal, machen den Ruf einfach mal hier von der Wissenschaft weiter und werden nochmal einen neuen Auftrag annehmen. Die Wissenschaftsabteilung ist immer auf der Suche nach Mitteln, um ihren Gewinn zu steigern. Und jetzt brauchen wir mindestens 90% des Acoranthosaurus-Genoms. Dürfte vermutlich nicht ganz so einfach sein. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal weitere Betriebsgebäude. Und zwar in diesem Fall ein nicht verbundenes Fossilienzentrum. Das fehlt uns nämlich noch. Das heißt, wir können es eigentlich hier direkt mit dazu bauen. Ja, und wie ich schon bereits erwähnte, die Zeit verläuft halt hier ganz langsam. Also einfache Geschwindigkeit. Stört mich persönlich aber nicht. Weil, wie ich bereits erwähnte, im weiteren Verlauf des Spiels werden wir noch genug zu tun haben. Und dann gucken wir, was wir noch für Betriebsgebäude brauchen. Wir haben hier zum Beispiel ein nicht verbundenes Forschungszentrum. Auch das können wir hier dann einfach mal hinplatzieren. Ah, hier zum Beispiel direkt ran. Und dann basteln wir nochmal einen schönen Weg. Gut, das heißt, das Fossilienzentrum haben wir jetzt hier schon. Wir können uns die Fossilien auch direkt anschauen. Die Fossilien, die wir schon haben, also wo wir die DNA zu 100% extrahiert haben, können wir direkt verkaufen. Man kriegt ab und zu auch mal Fossilien, in denen keine DNA vorhanden ist, wie hier zum Beispiel, können wir auch direkt verkaufen. Und dann kriegen wir natürlich auch noch Erze, so wie zum Beispiel Platin. Auch die können wir dann direkt verkaufen. Die Forschung ist noch nicht gebaut, deswegen da warten wir, dass die Anlage gebaut ist. Und jetzt schauen wir nochmal, ob wir irgendwo nochmal hinreisen können. Aber es gibt halt keine neuen Fossilien, deswegen können wir hier entsprechend auch bei den abgehackten Dingern nichts machen. Wir brauchen halt hier nochmal die Forschung, die vorausgesetzt wird. Das Zentrum bauen wir jetzt hier gerade. Ist auch hier schon verbunden. Das heißt, wir schauen uns die Forschung mal an. Haben aber hier nichts Neues an Gegenständen, die wir freischalten könnten. Ansonsten könnten wir es hier rüber dann erforschen. Schauen wir mal bei Betriebsgebäuden rein. Eine Rangerstation brauchen wir auch auf jeden Fall. Die ist wichtig, um nachher so ein paar Aufträge zu erfüllen, also um Sachen zu reparieren, Futterstationen aufzufüllen. Wir können die mit den Fahrzeugen selber fahren. Also ziemlich sinnvoll und hilfreich sollte man auf jeden Fall haben. Wir erweitern dann mal den Weg. Wir können jetzt hier auch mit einem langen Weg einfach mal, also mit einem breiten Weg anfangen. Das ist dann nachher auch für die Besucher. Dann können die längs flanieren. Und das ziehen wir jetzt einfach mal bis hier hinten hin. Und dann wollen wir natürlich auch nochmal den Weg entsprechend bauen, so dass es schön aussieht. Wir wollen auch ein bisschen schön bauen. Sieht schon wesentlich besser aus. Gut, was brauchen wir noch? Wir brauchen auf jeden Fall bei den Betriebsgebäuden auch noch ein ACU-Zentrum. Das ist unsere mobile Helikoptereinheit. Die ist auch dazu da, um beispielsweise
ausgelaufene Tiere einzufangen oder aber auch, um Medizin zu verabreichen, wenn sich die Tiere irgendeine Krankheit eingefangen haben. Denn auch das ist möglich. Unsere Dinosaurier können auch Krankheiten mit anschleppen. So, dann ebnen wir hier das Gelände noch mal ein bisschen. Damit das alles ein bisschen schöner aussieht. Manchmal gar nicht so einfach. Klappt nicht immer so, wie man es gerne hätte. Aber wir versuchen einfach mal unser Glück hier. Gut, damit wir dann natürlich dann die ACU-Station... Aufträge sind unser tägliches Brot. Ja, okay, wir sollen den Dinosaurier ausbrüten. Alles klar, machen wir. So, das ACU-Zentrum. Gucken wir mal, wo wir es am besten hin platzieren können. Das sieht hier ganz gut aus. Und jetzt sehen wir halt schon, es ist ein bisschen in den Boden reingestampft. Jetzt gucken wir, ob wir noch ein bisschen was wegglätten können. Damit wir auch vernünftig die Wege bauen können, damit die auch gut aussehen, damit da alles vernünftig aussieht und so weiter und so fort. Kann ich nur empfehlen, immer noch ein wenig das Gelände drumherum nach dem Bau auch zu glätten. Dabei darauf achten, dass das Gefälle hier vielleicht nicht ganz so hoch ist. Also ich habe es auf niedrig eingestellt, damit es einfach natürlicher aussieht. So, jetzt kriegen wir auch die ersten Warnmeldungen. Der Weg ist natürlich nicht verbunden. Ja, darum kümmern wir uns jetzt auch direkt dann. Sprich, wir nehmen uns hier den Weg. Und wir können mit der Leertaste auch umschalten zwischen einem kurvigen Weg beispielsweise. Das heißt, wir ziehen jetzt hier erstmal einen breiten Weg. Wobei, na, das sind eigentlich hinten Betriebsgebäude, das brauchen wir erstmal noch nicht. Das heißt, wir ziehen jetzt hier eine Kurve rein, die dann hier langläuft. Und dann können wir den Weg hier auch verbinden. So. Das ACU-Zentrum hat jetzt aktuell keinen Strom, obwohl hier ein Kraftwerk steht, aber wir brauchen auch Umspannwerke. Und das Umspannwerk, das eine können wir direkt hier hin platzieren. Verbinden es mit dem Kraftwerk. Und während es gebaut wird, und jetzt hat das ACU-Zentrum auch Strom. Wir können im Laufe des Spiels Upgrade-Plätze freischalten, zum Beispiel hier Nachladetempo für die ACU-Einheit. Wir können die Treffsicherheit erhöhen oder von der Planung her auch noch mehr machen. Das heißt, wir können da eine Aufgabe oder eine weitere Aufgabe mit hinzufügen. Das machen wir aber erst, wenn wir es brauchen, weil das kostet natürlich auch Geld und bei manchen auch Strom.